Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Nachdem wir im letzten Part den ersten Teil der Höhle erledigt haben, haben wir diesen komischen blauen Geist hier kennengelernt und ich frag erstmal, wer er ist. Ich habe nicht die Kraft zu antworten. Ich bin verstümmelt und der Weg in die Unterwelt ist versperrt. Die Geister sind verloren, ohne die Hirtin, ohne Wächter. Ihr müsst uns zu neuem Leben erwecken. Ja, kein Problem. Das Amulett ist ein Fokus. Es wird euch lenken. Aber wenn ihr den Schleier des Todes durchschritten habt, wird euch nur euer Können retten. Ich spüre einen Augenblick der Kraft. Eine kurze Gelegenheit, euch Wissen über eine elementare Energie zu schenken. Wählt zwischen der Kraft des Feuers und der des Eises. Und ich lege sie in eure Hände. Also, ich habe, das interessiert mich gerade, das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe Kraft genug, euch das Wissen um eine zu geben, nicht beide. Mag sein, dass ihr die zweite Fähigkeit mit der Zeit lernen könnt, aber nicht heute. Okay, also gar nicht so. Also, ich glaube, man konnte beide auch später lernen, aber ich habe als erstes immer die, ich habe beim letzten Mal als erstes das Feuer gelernt, deswegen mache ich jetzt einfach mal, weil ich das Eis noch nicht so gut kenne, nehme ich mal das Eis. Gefühle sind heiß, doch der Geist kann auch kalt werden und mit harter Entschlossenheit zuschlagen. Nutzt dies, um das Herz eures Gegners erschauern zu lassen. Ich gebe euch die Kraft der Eisscherbe. Yay! Was wollte ich schon immer mal haben? Ist dieser... Ich frag mal, also Gao hat mich ja irgendwie auch irgendwie verzaubert. Das Böse liegt nicht in der Kampfeskunst, nur in den Herzen jener, die sie wirken. Wenn ihr euch zu sehr auf reine Gewalt verlasst, dann könnt ihr nicht ohne sie handeln. Oh je. Mehr kann ich nicht tun. Meine Kräfte schwinden. Habt Mitleid mit jenen Geistern, die verdorben wurden. Ihr werdet ihren Schmerz kennenlernen, wenn euch das Leben verlässt. Was, wenn ich offen? Wehe der Welt, wenn ihr versagt, Geistermönch, denn ihr seid der Letzte. Ja, wir werden uns... Yay! Aber ich hatte ja sowieso nicht vor, mich so aufs... Wie gesagt, ich wollte das Spiel als Kämpfer durchspielen, weil ich schon beim letzten Mal als Magier angefangen hatte und das... Oh, eiserne Hand, der Amboss, blablabla, Schriftrollen. Ah, ist ein Stil. Können wir den jetzt schon... Können wir den schon benutzen, den Stil? Warte mal, wie weit ist es eigentlich noch bis zum nächsten Level ab? Ja, noch ein Drittel, gutes Drittel oder so. Haben wir den jetzt schon gelernt, diesen Stil, oder muss man den hinzu? Habe ich den denn? Ach ja, hier, übrigens, wir bekommen nachher noch neue Mitstreiter. Eiserne Hand. Ihr habt einen 3... Kann ich die jetzt... Findet den Weg aus der Geisterhöhle. Nee, das will ich nicht. Ist der Eiserne Hand jetzt ein Stil oder ein Quest? Die Suche nach der Eisernen Hand. Ihr habt eine der drei Schriftrollen der Eisernen Stil... Eiserne Handstils gefunden. Diese Schriftrolle... Ah, eine der drei. Wahrscheinlich müssen wir alle drei finden. Und dann können wir den Stil lösen. Und das hier sind die Quests halt. Okay, also ist unser Quest halt diesen Stil, alle Schriftrollen zu finden, um den Stil zu erlernen. Habe ich jetzt schon eine vergessen? Das ist unsere Karte, das ist Speichern und ja. Gut. Was kann man hier bei diesem Eis eigentlich skillen? Kann ich da reingucken? Ach ja, hier. Skikosten, okay, dann können wir, damit wir das mehr spammen können. Schadenserhöhung ist auch gut. Erhöhte Wirkungsdauer. Interessiert mich eigentlich, ehrlich bin gar nicht. Ich werde einfach mal versuchen, diese 1000 Schnitte. Das war ein guter Kampf, eine gute Kampftechnik. Himmlische Welle, was war das eigentlich nochmal? Ich habe vergessen. Ach, das war irgendwas, womit man die Gegner wegstoßen konnte. Müssen wir da rein oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Okay. Ey, Erfahrungspunkte. Und hier, was ist da drin? Okay, Besonnenheit. Ah, wir haben neues Juwel. Wir können die Dinger jetzt nämlich hier auch bei uns einbauen hier. So, jetzt haben wir hier, was kriegt ihr das? Körper 2. Schlechtere Chance, Gesundheit.
plus 2. Schlechtere Chancen? Warum? Ich will aber bessere Chancen haben. Ich will gute Chancen. Aber plus Körper 2. Also das hat sein... Hat sein auch Nachteile. Aber ich... Nee. Das ist mir den Körper 2 nicht wert. Nee. Chaotisch zu. Daher verlassen sich meine Krieger lieber auf Einflüsse auf ihr Glück. Bla bla bla. Nein, das lege ich nicht an, wenn ich dadurch schlechtere Chancen habe. Das erinnere ich mich auch. Ah, da können wir uns heilen. So. Gut. Haben wir uns geheilt. Ah, hier, da habt ihr eben auch mal das erste Mal seine Stimme gehört, wenn er sagt. Habt ihr gehört? Seine Wunden heilen. Also ein bisschen was kann er schon reden, aber die Dialoge finden trotzdem ohne ihn statt. 100 Gold. Gold, wow. Ein Skelett, das 100 Gold bei sich trug. Wow. Portal betreten. Yay! Betreten wir das Portal. Hallo, Meister Lee. Und da sind wir wieder, anstatt einfach aus der Höhle zu gehen. Teleportieren wir uns. Wow. Was macht ihr hier draußen? Ihr solltet noch mindestens einen Tag über das Amulett und das, was ihr gelernt habt, meditieren. Wir sind schneller. Herausgelassen. Da schmunzelt er ein bisschen. Okay, ich bin ehrlich, ich hatte eine Vision. Eine Vision? Aber natürlich. Angesichts all der Informationen, die ihr aufzunehmen habt, ist das nur verständlich. Es könnte etwas mit eurem Amulett zu tun haben. Sagt mir, habt ihr etwas über das Schicksal erfahren, das euch erwartet? Oder was euch überhaupt so weit geführt hat? Der letzte Geistermönch. Ja, sie hat gesagt, ich bin der letzte Geistermönch. Seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass ihr von Quellen irregeführt werdet, die ich nicht vorausahnen kann. Euer Volk besaß Krieger dieses Namens. Ich bedauere, dass mein Handeln zu ihrem Untergang geführt hat. Genau. Schlecht. Vor 20 Jahren wurde das Reich von einer Dürre heimgesucht. Euer Volk verehrte den Wasserdrachen. Deswegen war der Tempel in der Klagefestung der ideale Ort, um den Himmel um Hilfe zu bitten. Aber der Wasserdrache gebot über mehr als nur die Feuchtigkeit. Die Dürre war Teil der natürlichen Ordnung und Sterbliche durften daran nichts ändern. Die Geistermönche verweigerten uns den Zutritt. Der Kaiser war erzürnt. Er beauftragte mich, eine Demonstration der Macht zu planen, die sie zur Gefügigkeit zwingen würde. Als unsere Armeen aufmarschierten, erkannte ich, wie falsch das war. Gut, kann es sein, dass das Spiel mir ein bisschen die Show stiehlt und ich irgendwie gar nicht mehr zum Sabbeln komme? Also, habt ihr versucht, euren Bruder aufzuhalten? Das war ein wenig zu spät. Nee, wir sind mal nicht so böse. Vielleicht, er kann ja auch nichts dafür. Was soll ein einzelner Mann da, alter Mann, Betonung auf Altmann, nein, damals war er ja noch jung, machen? Er wollte sich nicht davon abbringen lassen. Ich floh mit euch, während der Rest der Euren getötet wurde. Ihr müsst selbst herausfinden, was es heißt, der Letzte eures Volkes zu sein. Was hat diese Vision sonst noch enthüllt? Ihr solltet euch lediglich das Amulett holen, das Einsetzen von Juwelen erlernen und über eure Zukunft meditieren. Ich möchte nicht, dass ihr abgelenkt werdet. Ja, ja. Meister Lee, es gibt immer noch keine Spur von ihr. Oh no. Was? Was gibt es wo? Es tut mir leid. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Morgenstern, wie ich euch gesagt habe, Meister. Sie ist verschwunden, seit Gaos Männer in der Schule aufgetaucht sind. Nach dem Zustand ihres Zimmers zu schließen, hat es einen Kampf gegeben. Ich verstehe. Sie ist nicht da? Nein, Meister Lee. Es gibt keine Spur von ihr. In Ordnung. Das könnte sich als nützlich erweisen. Danke, Yingwu. Ihr könnt gehen. Wegen eures verfrühten Hervortretens aus der Höhle habe ich vorübergehend nicht an Gao gedacht. Aber offenbar seid ihr genau zur rechten Zeit erschienen. Ja klar, wir müssen sie retten. Ich bezweifle, dass sie zu Schaden gekommen ist. Sie ist eine starke Frau, wie ihr wisst. Dennoch solltet ihr nach ihr suchen.
Das würde eine abschließende Einschätzung eurer Fähigkeiten erlauben. Yay, können wir den Eiszauber. Welchen besseren Weg gäbe es, eure Fähigkeiten zu beweisen, als sie einzusetzen, um einer Mitschülerin zu helfen? Sucht nach ihr. Ich bezweifle, dass sie in der Schule ist. Und wenn sie im Dorf wäre, hätte jemand sie gesehen. Ihr könntet es im umliegenden Sumpfland versuchen. Yay. Ja. Das ist gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nehmt etwas Silber. Ich habe Fendo und die anderen gebeten, zur Vorbereitung auf diesen Tag Essenzjuwele anzukaufen. Hoffentlich haben sie sich daran gehalten. Ja. Ihr habt in der Höhle erfahren, wie ein einzelnes Juwel benutzt werden kann. Als Schmuck von selbsternannten Heilern und möchtegern Magiern. Ihr jedoch könnt sein volles Potenzial erschließen. Stellt sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht, wenn ihr aufbrecht, um Morgenstern zu suchen. Trübt eure Gedanken mit nichts anderem. Wenn ihr zurückkehrt, wird euer Weg klar vor euch liegen. Yay, ich werde aber erstmal nicht so viel Geld ausgeben, weil ich weiß nachher, dass wir nachher noch richtig teure Gegenstände kaufen können. Und deswegen, cool. Werde ich jetzt erstmal noch nicht so viel Geld ausgeben. Ach hier, das war irgend so ein Rätsel. Mit irgendwie so ein paar zum Altar. Löwen näher untersuchen, bla 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 bla. Da muss man irgendwie solche komischen Statuen eingeben. Die blaue Statue. Statuette? Heißt das nicht Statue? Nee, Statuette? Schreibt man das so? Oder als nächstes die rote. Als letztes die gelbe. Und jetzt? Der offensichtliche Pfad ist einfach und sicher. Doch wer ihn beschreitet, erhält den Lohn eines Kochs, nicht den eines Meisterkämpfers. Oh. Haben wir jetzt überhaupt was gekriegt? Ja, eine Erfahrung. Und was sollen wir jetzt geben? Ich probier's nochmal. Löwen näher untersuchen. Bla 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 bla. Zum Altar gehen. Blau. Ich probiere jetzt mal was anderes. Wenn wir nicht blau, dann machen wir mal gelb. Dann mache ich mal rot. Das war falsch. Okay. Statuetten entfernen, dann probiere es jetzt nochmal anders. Ich könnte auch nochmal mit blau anfangen. Rot. Jetzt mache ich gelb. Jetzt wird's trüb. Ha, nee, das ist falsch. Ich halte mich gerade mit unnützen Sachen auf, aber ich probiere es gerade einfach mal weiter. Ach egal, Ort verlassen. So, ist auch egal, ist unwichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. War wahrscheinlich falsch, aber egal, können wir vielleicht auch ein anderes Mal machen. Okay, ich sehe gerade, wir haben sowieso 13 Minuten aufgenommen, deswegen sage ich hier erstmal tschüss und ich sag mal, sag mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Jonas. Tschö, tschö.